Das Jugendamt Ehingen bei Ulm, das ist die Außenstelle des Jugendamt Alb-Donau-Kreis, hat am 1. Oktober dem Familiengericht Ulm empfohlen, dass mir quasi alle Elternrechte entzogen werden sollen. Warum? Warum bin ich so gefährlich, dass es nötig ist? Tja, die Begründung des Jugendamt Ehingen ist, weil ich mit unseren Kindern über das sogenannte Wechselmodell rede. Das ist die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung durch ihre getrennt lebenden Eltern. Ich zeige euch mal den Auszug aus dem Protokoll der Verhandlung vom 1. Oktober. Da haben die zwei Damen vom Jugendamt Ehingen gesagt, wir sehen jedoch die psychische Entwicklung der 11-jährigen Tochter weiterhin als gefährdet an. Dies liegt am Thema Wechselmodell, das nun seit einiger Zeit im Raum steht. Unsere Empfehlung ist, dass bezüglich der 11-jährigen Tochter eine Vormundschaft insgesamt für das Sorgerecht angeordnet wird. Das heißt, das Jugendamt wollte, dass mir das Sorgerecht entzogen wird für die älteste Tochter, die bei mir lebt, und noch ein Vormund eingerichtet wird, das heißt eine fremde Person darüber bestimmt, was mit unserer ältesten Tochter geschehen soll, zum Beispiel in Gesundheitsfragen, psychologische Betreuung, wie auch immer. Und das Ganze deshalb, weil, wie es formuliert wurde im Protokoll, das Thema Wechselmodell im Raum steht. Und ich habe es eingangs gesagt, das ist die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung, dass die halbe-halbe bei beiden geteilten Eltern leben. Und diese Gleichberechtigung gibt es ja in Deutschland seit 25 Jahren. Der Artikel 3 Absatz 2, in dem steht, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, den gibt es seit 25 Jahren. Nur das Jugendamt Ehingen scheint seit mindestens 25 Jahren zu schlafen, beziehungsweise versucht hier die Gleichberechtigung von Eltern massiv zu verhindern und sogar die Schädigung von Kindern in Kauf zu nehmen, denn meine älteste Tochter, die ist ja im Mai von ihrer Mutter zu mir geflohen, weil die Mutter sie nicht zu mir ließ und manipulierte, psychisch beeinflusste, sie einschüchterte, ihr Angst machte, sodass die Tochter vor Gericht ihren Wunsch verheimlichte und so auch ihre drei anderen Geschwister, dass sie bei beiden Eltern leben wollen, im Wechselmodell, in Gleichberechtigung erzogen werden wollen. Dies alles hat die älteste Tochter auch vor Gericht mitgeteilt, dass es so war und sie und ihre Geschwister eigentlich immer in Gleichberechtigung erzogen werden wollten. Deshalb wiegt es umso schlimmer und kann als brutal und grausam eingeschätzt werden, dass das Jugendamt dann noch meiner ältesten Tochter, die zu mir geflohen ist, noch den Schutz durch mich entziehen will, weil ich angeblich sie schädige, wenn ich mit ihr über das Wechselmodell rede. Abgesehen davon, dass ich mit ihr schon sehr lange nicht drüber geredet habe, weil sie nämlich gar nicht mehr im Wechselmodell reden will, erleben will nach der Erfahrung mit ihrer Mutter, ist es einfach Wahnsinn vom Jugendamt Ehingen, vor Gericht zu behaupten, dass Kinder durch eine verfassungskonforme Haltung und Erziehung eines Elternteils, wie es bei mir der Fall ist, geschädigt werden könnten. Der Wahnsinn ist jedoch, dass das Oberlandesgericht Stuttgart und auch das Amtsgericht Ulm dem Jugendamt schon darin gefolgt ist, in dieser Ansicht, dass die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung sie schädigen könnte, wenn man mit ihnen darüber redet. Und das OLG Stuttgart hat im Juni entschieden, dass ich die drei Kinder, die noch bei der Mutter leben, nur 2 Stunden in 2 Wochen sehen darf. Also hier wird von Gericht und Jugendamt massiv dagegen vorgegangen, dass hier ein Vater seine Kinder in Gleichberechtigung erziehen will und selbst gleichberechtigt behandelt werden will. Was da im Alb-Donau-Kreis los ist und im Jugendamt Ehingen, es ist unvorstellbar. Vielleicht schlafen die nicht nur 25 Jahre, schon seit 1933 oder seit 1945 und wünschen sich am liebsten wieder eine Zeit zurück, in der die Mutter unangefochten die Herrscherin über die Kinder war und die Gebärmaschinen von Soldaten. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht erklären, wie diese völlig veralteten und verfassungswidrigen Vorstellungen am Jugendamt Ehingen, am Oberlandesgericht Stuttgart und Amtsgericht Ulm überhaupt hier zustande
kommen und umgesetzt werden in Beschlüsse, die gegen die das Grundgesetz sind. Was ist am 1. Oktober dann passiert? Mein Anwalt hat zum Glück das alles verhindern können, dieses Ansinnen des Jugendamts, und die älteste Tochter lebt nach wie vor bei mir. Ich habe das Sorgerecht nicht verloren, auch nicht für die anderen drei. Und die älteste Tochter lebt hier zufrieden bei mir. Und ich hoffe, dass es klappt, dass doch unsere vier Kinder in Gleichberechtigung erzogen werden können durch ihre beiden Eltern. Ich hoffe, dass das Jugendamt Ehingen im Jahr 2019 ankommt, sich an das Grundgesetz hält, dass die Mutter unserer Kinder dies macht und dass vor allem die Richter am Amtsgericht Ulm und am Oberlandesgericht Stuttgart mal noch einen Blick in den Artikel 3 Absatz 2 schauen. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Am Schluss dieses Videos noch drei Küsse an die drei Kinder, die leider seit Mai mich nicht sehen können, nicht bei mir leben können, so wie sie es sich eigentlich wünschen. Tschüss ihr drei, ich hoffe es geht euch gut, eure älteste Schwester und ich, wir vermissen euch. Und auch einen lieben Gruß an alle, die zugeschaut haben. Dankeschön und habt einen schönen Tag.